Hallihallo, ihr Lieben da draußen, ein herzliches Willkommen heute hier bei LS22 Mod Story. Ihr kennt es natürlich, wir zeigen euch Mods des Alltags, Mods, die man gebrauchen kann, Mods, die man vielleicht nicht gebrauchen kann, lustige Sachen und natürlich auch eigene Mods aus der Modstube von Sebi Modding, der hier vor uns steht. Moin, moin. Servus. So, wir müssen ein bisschen schmunzeln, weil wir haben das ganze Ding eigentlich gerade schon aufgenommen, vermeintlich, aber ich habe nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt und deswegen müssen wir es jetzt schnell nochmal machen. Das heißt, ich bin gerade hierher gefahren und der Stefan kam gefahren und hat uns ja, dieses tolle, was auch immer, mitgebracht. Ja, ein IBC-Container, mit dem man verschiedene Flüssigkeiten fahren kann, wie Milch, Wasser, Flüssigdinge oder Herbizide. Genau, wir gucken nochmal in den Shop rein, also in den Katalog. TPS heißt das ganze Ding von Lizard, natürlich Giants eigene Hausmarke. Hat ein Fassungsvermögen von 1000 Liter. Genau, wir können auch die Reifenhersteller verändern und können und dann bei Condi die Reifenvariante nochmal ein bisschen verändern, also sprich die Felgen. Ne? Dann zusätzlich noch die Fahrgestellfarbe und die Felgenfarbe. Aber die Felgenfarbe ändert sich hier bei dem nicht so viel. Okay, ja, du brauchst ja andere Felge. Naja, genau. Geht bei jeder Felge nicht. Was wir noch dazu sagen können, mein Lieben, ist, das ganze Ding ist fehlerfrei, zumindest hier in der Lok. Und crossplayfähig. Richtig. Einsatzgebiet kann man ja eigentlich so sehen, dass man sagt, zum Beispiel, ihr habt einen kleinen Hof, es passt ja Milch rein, ist alles ein bisschen eng, fahrt rückwärts ran, ladet die Milch ein, fahrt sie weg. Oder zweiter Einsatzbereich, ihr habt einen kleinen Hof, habt einen kleinen Schlepper, habt ein Feld, seid mit dem Schlepper mit Spritze auf dem Feld und merkt gerade, ach du Scheiße, ich komme nicht mehr ganz aus, ruf meinen Hofhelfer an oder jemand, der vielleicht hier unterwegs ist mit. Bring mir mal schnell ein bisschen Dünger oder Herbizide vorbei. Dann fährt er im Endeffekt mit dem Auto zum Hof und nicht mit dem Traktor runter vom Feld zum Hof und wieder zurück. Na, also es spart ein bisschen Zeit und vielleicht auch Ressourcen. Genau, deswegen, also man kann nicht viel mehr dazu erzählen. Wir haben vorhin ein bisschen abgefeiert und gelacht, weil das ja schon ein bisschen so Spaghetti-mäßig aussieht. Mach das Ding mal voll, Stefan. Mal sehen, wie es dann aussieht. Das singen wir jetzt dann. Was? Das singen wir jetzt dann, wie der ist, wenn er voll ist. Ja. Meine Lieben, ganz wichtig, ladet das ganze Ding wieder unter unserem Link runter, den wir euch im Video verlinken, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung. Ganz, ganz wichtig. Ist natürlich im Mod-Hub, weil Crossplay-fähig, ne? Ganz logisch. So, dann würde ich sagen, wo haben wir es eigentlich für heute schon? Kurz, knackig. Wenn ihr Bock drauf habt, ladet es euch runter. Bis dahin sind wir aber erstmal raus. Macht's mal gut. Tschüss und ciao. Ciao.